Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Aktuelles aus der Philippsruher Allee. Mein Name ist Thomas Appel, ich bin verantwortlicher Leiter im Bereich Firmenkunden Private Banking der Sparkasse Hanau. Heute möchten wir Ihnen ein kurzes Update zu einer Anlagemöglichkeit geben, die auch im aktuellen Marktumfeld ihre Stärke gezeigt hat. Konkret geht es um den Mischfonds DJE Zins und Dividende, der in Aktien und festverzinsliche Anleihen investiert. Um die wichtigsten Fragen unserer Kundinnen und Kunden zu beantworten, habe ich mir auch heute wieder Mario Künzel eingeladen. Herr Künzel ist Referent Investmentstrategien im Hause DJE. Herzlich willkommen, Herr Künzel, im Hause Sparkasse. Herr Appel, schönen guten Tag, freue mich. Herr Künzel, die meistgestellte Frage in den vergangenen Wochen lautet, wie hat das Fondsmanagement beim Ausbruch des Ukraine-Konflikts reagiert? Gibt es grundsätzliche Veränderungen in der Struktur des Fonds? Ja, eine sehr gute Frage und auch wichtige Frage. In so einer Situation muss man da tatsächlich näher drauf eingehen. Also eins muss man vorab sagen, in solchen Situationen reagieren wir immer sofort und unmittelbar. Ganz wichtig, es gibt ein sechsköpfiges Strategieteam, was in dieser Situation sofort tagt, versucht das Risiko einzuschätzen, um dann herauszufinden, gibt es das Risiko nur auf Länderebene, gibt es das Risiko auch auf Sektorebene oder auf Assetklassenebene, sprich, wie viel Risiko haben wir auf der Aktienseite, wie viel Risiko haben wir auf der Rentenseite. Daraus werden natürlich dann Entscheidungen getroffen, die unmittelbar auch im Fonds umgesetzt werden. Und das haben wir auch beim DJE Zins und Dividende getan. Man muss aber eine Sache dazu sagen, der DJE Zins und Dividende ist von Haus aus ein sehr defensiver Mischfonds und ist eher stressresistent als andere Investments das sind, was diese geopolitischen Risiken betrifft. Insofern musste man nicht grundlegend viel ändern, sondern man hat sicherlich gewisse Aktien verkauft, gewisse Aktien abgesichert und auch die Länderallokation ein Stück weit von Europa Richtung Nordamerika ausgerichtet, um etwas defensiven Allokationsanstrich quasi im Fonds widerspiegeln zu können. Hierzu möchte ich gerne noch etwas tiefer einsteigen. Wie sieht es aktuell mit der Aktienquote innerhalb des DJE Zins und Dividende aus? Hat die steigende Inflation Auswirkungen auf die Fondsallokation? Und wie geht DJE mit der unterschiedlichen Zinssituation Europa und den USA um? Also in der Aktienallokation oder in der Aktienquote an sich haben wir nicht allzu viel geändert. Wir hatten aufgrund der Ukraine-Situation sehr schnell abgesichert. Da war die Aktienquote netto gesehen etwas geringer. Um diese dann auch wieder aufzulösen, immer wenn Deeskalationsstufen dann kommen, löst man dann auch diese Absicherung wieder auf. Aber Sie haben einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der fast noch für die Börse entscheidender ist, ist die Notenbankpolitik. Und wir haben eine hohe Inflation. Es muss seitens der Notenbank gegengesteuert werden. Das macht man jetzt auch mit Zinserhöhungen. Jetzt kann man diskutieren, wie stark, wie schnell das Ganze stattfindet und welchen Einfluss das auf die Aktienkurse haben wird. Aber darauf werden wir reagieren. Also auch hier haben wir natürlich unsere Aktienallokation so ausgerichtet, dass wir solche Titel, die sogenannte Wachstumstitel sind, die unmittelbarer beeinflusst sind auf Zinserhöhungen, weniger investiert bis gar nicht und dementsprechend defensivere Titel, die nicht so stark betroffen werden von Zinserhöhungen, etwas höher allokiert. Also wir passen uns auch hier der Situation relativ schnell und relativ genau an. Wie steht es aktuell um die Allokation im US-Dollar? Wie sehen Sie die Entwicklung des US-Dollars zum Euro? Ja, wie gesagt, die Situation hier in Europa ist natürlich schon so, dass sie für einen Börsianer schwer einschätzbar ist. Oder schwerer einschätzbar ist, als es vielleicht in Nordamerika aktuell der Fall ist. Wir haben eine ganz klare Aussage der Notenbanken. Der Ukraine-Konflikt ist in Europa, nicht in Nordamerika. Also USA ist tatsächlich hier ein Stück weit weiter weg. Und deswegen haben wir unser Aktienengagement in Nordamerika, also sprich in den USA, etwas erhöht, in Europa etwas reduziert. Und immer in Krisensituationen haben wir die Hauptwährung nach wie vor der US-Dollar, ein sogenannter Safe Haven, wenn Sie so wollen.
Dann fließt immer sehr viel Geld in Krisenzeiten dann in den US-Dollar und auch das hilft uns. Also das heißt, das Engagement, was wir in Nordamerika haben, wird ein Stück weit auch noch belohnt durch einen festeren Dollar. Und somit ist das Engagement aktuell etwas in diese Richtung verschoben. Das kann sich aber ändern. Auch hier in Europa werden wir eine notenbankpolitische Veränderung sehen. Möglicherweise Ankündigungen noch in diesem Jahr. Und dann muss man die Situation neu einschätzen, neu bewerten. Und dann könnten wir uns vorstellen, dass das Engagement in Europa wieder etwas mehr ansteigt. Mhm. Herr Künzel, haben die Rohstoffpreisanhebungen und Verknappungen durch Im- und Exportstopps direkte Auswirkungen auf den Fonds? Also direkte Auswirkungen auf den Fonds vielleicht nicht, indirekt schon. Man muss immer unterscheiden, wen treffen denn diese Rohstoffanhebungen. Meistens dann Unternehmen, die keine hohe Preissetzungsmacht haben, wie wir sagen, und vielleicht auch nicht so ein robustes Geschäftsmodell. Ich will das kurz erklären. Wenn Sie Unternehmen haben, die ein sehr robustes Geschäftsmodell haben und die Inflationserhöhung, also Kostendruck quasi an die Verbraucher weitergeben kann, dann bleiben die Gewinne groß bei dem Unternehmen und damit bleibt der Kurs auch stabil. Das heißt, die Investoren bleiben in solchen Titeln investiert. Die suchen wir. Titel mit hoher Preissetzungsmacht, mit einem robusten Geschäftsmodell, die auch in Krisenzeiten zum Beispiel auch ihre Dividende pünktlich und in voller Höhe bezahlen. Und genau in solchen Titeln sind wir investiert. Also der D&E-Zins und Dividende ist nach wie vor einer der stressresistentesten Fonds in unserem Hause, weil er einfach sehr konservativ, sehr defensiv aufgestellt ist und in solchen Phasen deutlich mit weniger Ausschlag reagiert, als es vielleicht andere Investments tun, die so auf den Markt eher abhängig sind oder eher gefährdet sind, was die Allokation oder die Performance betrifft. Dann kommen wir schon zur letzten Frage in unserem heutigen Produktupdate. Wie hat sich der D&E Zins und Dividende denn in der Vergangenheit entwickelt? Also wir sind ja ganz klar ausgerichtet und angetreten, dass wir mit diesem Fonds immer ein sehr, sehr gutes Risiko-Ertragsverhältnis erwirtschaften wollen. Das heißt, wir wollen eine sehr gute marktgerechte Rendite erwirtschaften mit deutlich geringerem Risiko, als es der Markt in sich trägt. Diesem Anspruch ist der Fonds in den letzten Jahren immer gerecht geworden und auch so jetzt in dieser Situation. Dr. Jan Ehrhardt hat als Fondsmanager ja schon einen Weitblick gezeigt in der Corona-Pandemie und auch jetzt in dieser Krisenzeit, die wir jetzt haben. Also wir haben ja zwei Problematiken. Wir haben einmal die Veränderung der Notenbankpolitik, was ja der Motor der letzten Jahre war, aber auch den europäischen Krisenherd, wenn Sie so wollen. Ein Krieg in Europa war für viele unvorstellbar. Auf beide Seiten konnte er sehr schnell reagieren. Er hat nach wie vor Kurs gehalten, was auch die Performance betrifft. Auch wenn wir im laufenden Jahr immer noch leicht im Minus sind, keine Frage, das gehört dazu, diese Volatilitäten, sind wir aufs Gesamtjahr gesehen extrem zuversichtlich. Herr Künzel, vielen Dank. Sehr gerne. Dass Sie sich heute und auch hier die Zeit genommen haben, uns und unseren Kunden mit interessanten Informationen versorgt zu haben. Liebe Kundinnen und Kunden, die Grundlagen zu dieser Anlagemöglichkeit hatten wir bereits in bisherigen Folgen dieser Videoreihe dargelegt. Alle Folgen, auch zu weiteren Themen, finden Sie in der Mediathek der Sparkasse Hanau auf unserer Internetfiliale unter Meine Sparkasse. Selbstverständlich muss jede Anlagemöglichkeit individuell auf jede Vermögensstruktur hin abgestimmt und überprüft werden. Ob also der D&E Zins und Dividende auch für Sie geeignet ist, klären wir gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch, gerne auch telefonisch. Und wenn Sie bereits in diesem Fonds investiert sind, sollten wir über Ihre aktuelle Vermögensstruktur sprechen und gegebenenfalls Optimierungen vornehmen. Vereinbaren Sie doch gleich Ihren individuellen Termin. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund.